Naja, mit dem Garten, den Zwiebeln. Ich bin ja immer drauf und dran und denke, lasse stehen, vielleicht wird was raus. Wie gesagt, die stehen seit letztem Jahr. Wird da jetzt wirklich noch was raus? Oder können sie weg? Die Erdbeeren. Aber die habe ich ein wenig zu nah aneinander gepflanzt. Aber egal, sie tragen Früchte. Stehen lassen. Das hintere Stück, da kommen dann auch noch Erdbeeren mit bei. Und der Rest, der wird Kartoffeln. Komplett. Ist Kleingemüse, Erbsen, Möhren, halt alles, was so an Gemüsearten gibt, kommen im neuen Garten. Das sind 600 Quadratmeter, da ist Platz. Haben die Hühner Platz. Naja, jetzt warte ich eigentlich nur darauf, dass das Wetter einigermaßen wird. Weil mir juckt es schon richtig in den Finger. Wie gesagt, ich bin ja schon angefangen mit Ungraben. Aber dann fing es an zu regnen. Heute ist das Wetter auch nicht gerade so berühmt. Zum Wochenende hin soll es ja Schneeregen sogar geben. Naja, der neue Garten ist ja erst leider zum April hin fertig, wird erst freigegeben im April. Aber dafür habe ich auch schon Pflanzen bestellt, Heckenpflanzen, Lebensbaumhecke will ich dahin machen, so wie diese. Die ist ja auch schon einigermaßen groß. Genau die gleiche kommt in den neuen Garten auch hin, rundherum. Die Tanne, das war mal ein kleiner Weihnachtsbaum im Blumentopf. Ich wollte es nicht wegmachen, aber ich habe es einfach hier hingepflanzt, vor ein paar Jahren. Naja, jetzt ist es ein Baum. Ja, der Kirschbaum, der schlägt auch schon aus. Letztes Jahr gesetzt. Naja, wir können ja mal einen kleinen Rundgang machen. Hier die Regentonne, die hatte ich im Hühnergehege. Und zwar hatte ich die am Stall. Hat ein Brett drüber gelegt. Und irgendwie haben die Hühner das Brett weggemacht. Weggeragt. Naja. Und eins hat es dann halt nicht überlebt. Ist da rein. Hab's aber erst nach dem Winter entdeckt. Muss schon den ganzen Winter da drin gelegen haben, weil ich habe da nicht immer reingeguckt. Jetzt habe ich sie rausgenommen. Die Tonne. Da habe ich dann auch noch so zwei Erdbeerpflanzen. Zwei gute. Zwetschgenbaum. Gerne in der Erde, im Blumentopf. Das ist schon das Ergebnis. Naja, sollte mal vorhaben, hier war eigentlich Hecke rundrum, den Wohnwagen für ihre Kinder, dem Zelt, schönen Garten, aber es ist zu steinig. Man kommt keinen halben Meter tief in der Erde. Oben ist es am schlimmsten.
Deswegen stehen da die Erdbeeren. Hier unten geht es einigermaßen. Da kommen dann die Kartoffeln hin, für Kartoffeln reicht's. Naja, und alles weitere dann im neuen Garten. Pflanzen sind ja schon bestellt. Sämereien sind auch schon alle da. Es kann eigentlich losgehen. Ich warte nur noch drauf, dass die alte Wiese umgeflügt wird, gegrubbert wird und dass die Pächter alle ihre Gärten zugeordnet kriegen, so wie ich auch. Naja, gesagt wurde April, abwarten. Oh, hier ist ein Himbeerstrauch, letztes Jahr gesetzt. Aber ob der was wird, ich weiß es nicht. Abwarten. Abwarten, abwarten. Aber was mir Sorgen macht, ist diese dumme Ratte da. Aber ich habe sie auch noch nicht gesehen. Und wer von euch legt diese kleinen Eier? Na gut, wir haben sie mal mitgekocht. Wir kochen sie eigentlich immer mit. Schmecken auch ganz gut. Die Kinder freuen sich immer. Die Kleinen, unsere Dreijährige. Die ist ja hell von begeistert. Naja, wie gesagt, sind 20 Hühner und die kommen dann mit in den neuen Garten. Jetzt sind hier auch überall noch Blumen zwischen selbst gesät. Ja, Stiefmütterchen, die versuche ich rauszumachen. Nehmen die dann auch mit in den neuen Garten. Hier sind auch noch so einige. Wird alle selber gesät. Vom Nachbarn wahrscheinlich. Ob es in der Erde war, ich weiß es nicht, hier viele. Alles diese Hornfeilchen. Oder verschiedene Farben und Sehne. Jetzt habe ich gehört, dass diese Pflanze gegen Wühlmäuse helfen soll. Soll. Tun sie aber nicht. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat, dass diese Pflanzen gegen Wühlmäuse helfen. Aber hier helfen sie nicht. Ich habe sie immer stehen lassen. Naja, Löwenzahn, Löwenzahn. Aber da will ich dieses Jahr auch was mit ausprobieren mit Löwenzahn. Den Löwenzahnblüten. Und zwar will ich dieses Jahr mal versuchen, Löwenzahnhonig selber zu machen. Dazu werde ich aber auch dann noch ein Video machen, wie das geht. Ist eigentlich einfach, aber dazu ein extra Video. Dieses Zeug, das breitet sich auch aus wie Hulle. Wenn das einmal stehen hat, hat man es überall. Immer grüne Marone, Maronia oder Marone. Wie Unkraut. Ekelig. Aber sieht gut aus. Demnach bleibt stehen. Hier ist noch ein Stachelbeerstrauch.
Schnellkomposter. Mir vor 2 Jahren einer gesagt, hol den Schnellkomposter. Der ist super. Der letzte Müll. Also ich weiß nicht, warum der den Namen Schnellkomposter trägt. Weil schnell kompostiert der nicht. Auch voll bis oben hin. Naja, wir können ja mal reingucken. Aber das ist jetzt vom vorletzten Jahr. Ah, hier unten etwas Erde, aber wenn man sieht, hier oben alles noch dieses Grünzeug. Letzten Sommer drin. Naja, jetzt steht er hier, dann wird er auch benutzt. Na gut, soweit dann zu diesem Garten. Fahre jetzt gleich nochmal runter zu dem neuen Garten, wo sich halt noch nichts getan hat, was jetzt noch eine Weile ist. Um euch den mal zu zeigen. So, hier sind wir dann jetzt beim neuen Garten angekommen. Dieses hier wird das neue Stück Garten. Die ganze Fläche wird mal eine Kleingartenanlage. Da haben wir das größte Stück, und zwar 600 Quadratmeter. Und zwar wird unser Garten anfangen von diesem Pfeiler. Lang durch. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt so genau sieht. Bis zu der weißen Hütte. Also nicht diese Hütte, die Hütte daneben. Bis dahin. Ungefähr. Das wird unser neuer Garten, wo dann auch die Hühner mit reinkommen. Naja, wie zu sehen ist, hat sich noch nichts getan. Aber der Bauer soll kommen, soll pflügen, grubbern. Und dann können wir rein. Naja, ich wollte es euch nur mal zeigen, das neue Stück. Da hinten ist genau die Biogasanlage. Wird zwar hin und wieder mal ein bisschen riechen, aber komm mal mit klar. Sonst rundherum Felder. Eigentlich ruhig hier. Da die Straße. Die Westfalenstraße. Naja, hier sollen dann so Parkplätze entstehen. Lang durch. Hier mittendurch soll ein Weg noch durch. Naja, und dann werden die Parzellen aufgeteilt. Größe haben wir. Und dieser Kamm, der wurde zuletzt genutzt so als Motorradwiese. Da sind sie mit Motorrädern, haben sie Cross drauf gefahren. Und dann für die Kinder Spielplatz und alles entstehen. Ein Spielplatz nicht mit Sandkasten. Da ist eine kleine Rutsche. Unser Sandkasten liegt übrigens auch schon hier. War dieser große Treckerreifen. Den dürfen wir behalten als Sandkasten. Naja. Und dann wird da auch eine kleine Gartenhütte reingesetzt.
gesagt, diese Lebensbaumhecke lang drumrum. Ein Freund von mir hat sich 200 Quadratmeter Garten gepachtet, gleich neben uns. Den werden wir mit einem kleinen Türchen mit unserem verbinden. Naja, okay, soweit jetzt erstmal hierzu. Wie gesagt, hat sich ja noch nicht viel getan. Sobald es losgeht, ihr seid auf jeden Fall immer mit dabei, bei jedem Schritt. Bei diesem Garten und auch beim anderen Garten. Ihr werdet immer dabei sein. So, und erstmal jetzt so viel hiervon. Weil noch ist es ja uninteressant. Ist ja noch nichts passiert.